Hallo und willkommen zur zweiten Folge Garagenplausch. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, wollte ich ja diesmal unseren Ölniveau-Einstellhilfe vorstellen, die wir uns selbst gebaut haben, um bei Gabelrevisionen, zum Beispiel wenn man Federn einbauen möchte oder eben die Simmerringe gewechselt werden müssen, das Ölniveau korrekt einzustellen. Das Problem ist ja, in den Handbüchern oder in den Reparaturbüchern steht zwar eine Füllmenge drin, zum Beispiel 379 Milliliter und ein Ölniveau von in diesem Beispiel 111 mm, aber das Einstellen ist immer etwas schwierig und fummelig, gerade wenn man das versucht mit einer Schiebelehre oder einem Gliedermaßstab im Rohr einzustellen, da man da in der Regel fast nichts sieht. Zu diesem Zweck haben wir uns eine Kleinigkeit überlegt, die so aussieht. Die grobe Funktion ist, dass man eben mit einer Schiebelehre die gewünschte Ölniveau hier einstellt. Das kann man hier mit der Schraube lösen, dann kann man das hin und her schieben und es dann oben ins Gabelrohr reinsteckt und an der Spritze zieht, bis das entsprechende Niveau eingestellt ist. Was braucht man dazu? Erstmal eine Perfusorspritze, ca. 50 Milliliter, einen Schlauch für einen 3 bis 4 mm Innendurchmesser, ein Metallröhrchen, ca. 25 bis 30 cm lang, mit einem Außendurchmesser von 3 mm, ein kurzes Kunststoffröhrchen, Außendurchmesser war das bei diesem Beispiel hier 8 mm, der Innendurchmesser 4 mm. Da haben wir dann mit einem Gewindeschneider ein Gewinde draufgeschnitten, um zwei Muttern draufdrehen zu können und einen Kunststoffdeckel, der hier von einem Gewürzstreuer ist, dran zu befestigen. Des Weiteren haben wir ein weiteres Gewinde reingedreht, um eine Befestigungsschraube daran zu nutzen, um eben das Niveau einzustellen und dann eben zu nutzen. Der Vorteil dieses Werkzeugs ist, dass man das in der Regel auch gut alleine hinbekommt. Man kann mit einer Hand sozusagen das auf die Gabel stecken und die Gabel festhalten. Das muss natürlich in Waage passieren und dann kann man eben mit der anderen Hand die Spritze ziehen, bis eben kein Öl mehr angesaugt wird und dann hat man das entsprechend gewünschte Niveau erreicht. Bisher hat uns das immer sehr gut geholfen. Das war auf jeden Fall deutlich genauer, als wenn man eben versucht, mit einem Messbecher die gewünschte Ölmenge einzufüllen, aufgrund von Fertigungstoleranzen bei den Gleitbuchsen, bei der Feder und so weiter, als auch dem Nachteil, dass man die Gabel nicht stundenlang austropfen lassen kann, ist das Einfüllen von einer vorgegebenen Menge in der Regel nicht zu hundertprozentig genau. Selbst wenn man sehr genau die Menge einfüllt, wird man feststellen, dass man rechts und links trotzdem unterschiedliche Ölniveauhöhen hat. Von daher richten wir uns in der Regel immer nach dem sogenannten Luftpolster, also das Ölniveau. Das stellen wir ein, wir kippen das Öl ungefähr rein, ein klein bisschen mehr, dann saugen wir das ab und haben dann zumindest rechts und links das gleiche Luftpolster. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Fürs nächste Mal, wenn ihr mal selbst die Gabel neu machen müsst, das Öl wechseln müsst oder zum Beispiel eine Feder einbauen müsst, dann ist das sicherlich eine große Hilfe. Die Teile dafür kosten kaum 10 €. Wenn man das entsprechende Werkzeug schon hat oder eben auch die entsprechenden Teile, dann ist das nahezu kostenlos herzustellen. Dann bis zum nächsten Mal.